Ich bin's, der Atta, und ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Planet Zoo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und im letzten Part bin ich so ein bisschen verzweifelt, weil ich einfach nicht wusste, was man machen soll. Weil nämlich, ja, der Panda ist da hier. Der ist auch total so hungrig ist er. Weil muss er legen wir mal. So. Warte mal, wir stellen einfach mal einen Tierpfleger ein. Der Kleine hat nämlich Hunger. Okay. Er hat doch hier alles. Ist total glücklich. Hier ist alles in Ordnung, Umgebung ist in Ordnung. Verfügbares Futter, der hat kein Essen. Ich weiß nicht wieso. Karrierestatus, Sauberkeit, Panda. Das ist eigentlich. Auf diese Hütte setzt ja zum Auffüllen von. Ja, passt eigentlich auch. Ja, ich habe jetzt keine Ahnung, wieso. Der Panda Dings hier unglücklich ist. Also, was ist. Es ist eigentlich. Das sieht gerade nicht. Wichtiger ist, warum er hier einfach nicht auf Wohlfinden 90%. Ja, ich habe keine Ahnung. Er hat alles, Wohlbefinden ist, es ist alles da. Ah, jetzt. Oh, ich bin dumm. Weniger Gras lang. Gute Neuigkeiten. Unsere Panda-Weibchen erfreuen sich bester Gesundheit. Du solltest sie in ihr neues Gehege verlegen, damit sie sich einleben können. Oh, ich hoffe, du hast ihr Gehege so gemütlich wie möglich gemacht, weil Tiere sich nur fortpflanzen, wenn sie glücklich sind.
hätten wir? Doch. So kann ich das nicht mehr. Hallo? Nochmal Ende. Kann es nicht mehr bearbeiten. Was ist los? Aber naja, also ich kann es nicht machen, weil ich die nächste Aufgabe machen muss. So. Bewegen. Oh, wie schön. Hier werden Sie sich bestimmt wohlfühlen. Hoffentlich gibt es auch bald ein paar neue Junge zu bewundern. Bis Sie ankommen, können wir uns um etwas anderes kümmern. Herrje, wenn man einen Zoo leitet, hat man wirklich keine ruhige Minute, was? Na gut, es sei denn, man klickt auf Pause. Okay, ich denke, ich sollte dir jetzt erklären, wie Arbeitsbereiche funktionieren. Ja, ich weiß, das klingt nicht so wahnsinnig interessant, aber Arbeitsbereiche sind sehr praktisch. Auf diese Weise kannst du nämlich dafür sorgen, dass sich deine Mitarbeiter auf bestimmte Gehege oder Aufgaben im Zoo konzentrieren und nicht sinnlos herumwandern, während anderswo Arbeit liegen bleibt. Also, legen wir einen neuen Arbeitsbereich fest und weisen einen Tierpfleger zu, damit er sich um die neuen Pandas kümmert. Rufe dazu den Zoobereich auf und klicke erst auf Personal und dann auf Arbeitsbereiche. Wähle jetzt den markierten Gehegeeingang, den Mitarbeiterraum und die Tierpflegerhütte, um den Arbeitsbereich zu erstellen. Und vergiss nicht, dem Bereich einen aussagekräftigen Namen zu geben. Wenn du fertig bist, verlass den Editor. So, nur da planlos. Stellen wir jetzt einen Tierpfleger ein und weisen ihn dem Arbeitsbereich zu. Wir wollen nämlich nicht, dass er von anderen Ereignissen im Zoo abgelenkt wird. Klicke jetzt den neuen Tierpfleger an, rufe sein Infofenster auf und wechsle zum Reiter Anstellung. So. Anstellung. Ganz unten kannst du ihn über ein Dropdown-Menü dem Arbeitsbereich zuweisen. Und? Tada! Bella! So. Ich hätte einen Mitarbeiter von dem Tierflieger. Habe ich doch gemacht? Ja.
Und wie macht er nichts? Lassen? Ein Weg zu seinem Aufgabengebiet? Hä? Ja. Wo wird er denn hin? Stelle einen Arbeiter von Typ Tierpfleger ein und teile ihn Arbeitsbereich zu. Stelle einen Gebäudetyp von. Wie mache ich das? Stelle ein Gebäude von Typ neues Panda-Gehege im Arbeitsbereich auf. Irgendwie raff ich das nicht. Arbeitsbereich. Aber wie mache ich das? Okay. Das wäre geschafft. Ab sofort wird sich der Tierpfleger ganz auf die neuen Pandas konzentrieren. Übrigens können alle Typen von Mitarbeitern Arbeitsbereiche zugewiesen werden. Achte nur darauf, dass sie Zugang zu den erforderlichen Gebäuden haben. Am leichtesten kannst du sie in der Zooverwaltung über den Abschnitt Arbeitsbereich unter Personal zuweisen. Dann musst du die Mitarbeiter nicht einzeln im Zoo suchen. Oh, ich glaube, die Erforschung unserer neuen Marke ist abgeschlossen. Du solltest deine Belohnung abholen. Klicke dazu auf die Benachrichtigung oder besuche die Werkstatt. Hey. Tier ist entkommen.
Dies Entkommen ist doch hier drin. So. Und? Ich lasse mich, schneidet sich bitte bei euch, also lasse mich erst andere Informationen. Ah ja. Okay. Bordelose. Jetzt, da unser toller neuer Just-a-Momento-Laden fertig gestaltet ist, solltest du einen in der Nähe des Ausgangs bauen. Dann verpassen ihn die Gäste nicht, wenn sie den Zoo verlassen. Und wir haben ein paar zusätzliche Einnahmen. So. Öffne Einrichtung. Dann gehen wir jetzt zu dem hier. Den. Aber hier geht's doch nicht. Hä? Hä? Aber hier kannst du nicht bauen. Gültige Rotation. Da passt hier gar nicht hin. Ist doch albern. Ja, witzig. Soll ich ihn ja hinbauen? Oh, der ist doch viel zu groß. Gültige Rotation. Hoffe ich nicht. Ja, nun.
Oder passt hier einfach nicht hin? Aber ich kann ja auch nichts abreißen. Das ist viel zu groß. Ich kann auch nichts abreißen. So witzig. Passt da einfach nicht hin? Er passt hier einfach nicht hin. Ungültige Rotation. Passt hier einfach nicht hin. Was soll ich machen? Nehmen wir den kleineren. Aber ich glaube, ich soll wieder schlafen gehen. Ich glaube, das ist besser. Aber auch der passt ja nicht hin. Machen Sie ein bisschen, die passt ja für dich hin. Rennbearbeitung fehlgeschlagen, aber warum? Der passt hier nicht hin. Der passt hier nicht hin. Oh, das sieht toll aus. Jetzt auf einmal? Ich bin dann mal einen Moment weg. Aber ich werde sicher bald neue Aufgaben für dich haben. Also, sorry, also. Pandas sind wirklich putzig. Aber es sind eben auch wilde Bären. Das vergessen die Leute leider immer wieder. Der neue Name für den Souvenirladen? Just a Momento. Wirklich sehr einfallsreich. Viel besser als der alte Name. Überteuerte Souvenirs. Ich bin für ehrliche Werbung, aber das war wohl doch etwas zu direkt. Ja. Und da bin ich wieder. Ich hätte gerne mehr Arten im Zoo. Im Zoobereich siehst du unter Tiere, welche Arten wir bereits im Zoo haben. Und falls du dich fragst, wie du neue Arten unterbringen sollst, gemischte Gehege sind nicht nur interessant, sondern sparen auch noch jede Menge Platz und machen das Gehege interessant. Wirf aber vorher einen Blick in die Zoopedia, damit du weißt, welche Tiere man zusammenhalten kann. Löwen und Antilopen sollten zum Beispiel besser nicht in ein Gehege. Jo. Oh, das ist abgeschlossen.
Warum der eben nicht gepasst hat und jetzt auf einmal schon. Naja, egal. Wird seine Gründe haben. Der hat nicht mal einen Weg. Also, wir haben schon mal so denken können. Ja, wir beenden den Part und dann werden wir uns im nächsten Part um die Gehege kümmern. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.